mir glatt noch mehr Zwerge zur Nahrungsproduktion leisten. Hier ist ja noch ein bisschen Platz. Also wenn ich noch ein zweites Nahrungslager errichte. Hier so errichte. Kann man hier locker noch ein paar Schweinezüchter hinbauen. Ich höre. Lasst uns anfangen. Spuckt in die Hände, Männer! Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so viel Steine zusammenkriege. Aber mein Steinmetz ist fleißig bei der Sache. Da kommt wieder ein Angriff. Das Gebäude ist verwünscht, ein Meisterwerk. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu bauen. Nur zu! Das ist eine Falle! Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Kampfbereit! Mit festem Schritt voraus! Das Gebäude ist was fertig. Steht da mal? So, erste Schweinezucht fertig. Kinderspiel! Das wird ein Meisterwerk. Also ja, Nahrungsproduktion halt im großen Stil. Leider können Zwerge einfach Bäume einreißen. Zu allem entschlossen. Los. Auf geht's. Das ist eine Falle. Auf meinen Befehl. Was wollt ihr? Nied half zur Was Ehre. Wollt ihr? Los. Du hilfst noch beim Bauen mit so lange. Wo habe ich eigentlich mein... Ah, da ist mein mittleres Haupthaus. Da kommt schon die nächste Welle. Meine Axt wartet schon. Endlich wieder kämpfen. Runenkrieger, zu mir! Das ist euer letzter Fehler. Vorsicht, Gegner! Hier bin ich! So. Was steht da mal? Und zu guter Letzt nochmal einen. Na gut, anderen Platz haben wir gerade nicht, also quetschen wir ihn hier hin. Wie gesagt, könnten wir die Bäume weghauen. Okay.
wieder 5 Kriegspriester und ab dann Krieger. Auch wenn ich mir noch mehr Eliten leisten könnte, aber übertreiben brauchen wir es jetzt auch nicht mit denen. Gut, Miliz und Wachmänner. Das Gebäude ist fertig. Gerade nehmen. So, wir können die bemannen, die Nahrungsproduzenten. So, und wir brauchen Krieger. Wer ruft mich? Genau, kommt her. Ja, fehlen nur noch 1500, dann haben wir. Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Also ja, Zwerge brauchen halt wirklich eine hohe Nahrungsproduktion. Wie man sehen kann, außer man möchte sich Zeit lassen und irgendwann viel zu vielen Gegnern konfrontiert werden. Meine Axt wartet schon. Ah ja, noch 10 Krieger. Nur zu! Meine Axt wartet schon. Dann haben wir eine gute Mischung an Zwergen und können mit denen uns um die Eisernen kümmern und um den Weg weiter. Ich höre. Eine Einheit wurde aufgewertet. Und ja, ich habe jetzt einfach, weil ich genug Steine noch habe, die das Upgrade gemacht. Ich meine, jetzt haben wir 2 Nahrungslager, das ist auch gut. Wir haben mehr als genug Eisen, wir haben mehr als genug Mondsilber. Ich meine, gerade Krieger und Verteidiger allein schon sind ziemlich gute Mischung aus Truppen für Zwerge. Hat man solide Nah- und Fernkämpfer. Vor allem solide Fernkämpfer, die dann auch noch in den Nahkampf gehen können. Na, nicht mehr lang und wir können angreifen. Weil bei Zwergen werde ich jetzt nicht so eine riesen Armee aufbauen, wie ich es bei den Dunkelelfen getan habe. Zum einen, weil wir ziemlich davon ausgehen können, dass wir die Erfahrung noch kriegen, die wir brauchen. Allein schon durch die Kommandanten und Hauptmänner, die hier rumstehen. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner!
Die Linien müssen halten! Und ich möchte halt auch nicht, dass irgendwann jetzt hier noch Todesweber ankommen und uns angreifen. Ich denke, 60 Zwerge sollten da mehr als ausreichend sein. Eigentlich würden die schon ausreichen, die ich jetzt habe mit dem Titanen, aber gehen wir lieber auf Nummer sicher. Better safe than sorry, würde ich sagen. Die 500 Nahrung kriegen wir ja noch schnell zusammen, die noch fehlen. Nicht mal mehr 500. Ich höre! Aus dem Weg! Hat der eigentlich Bart? Soll das ein Bart sein, den er da unten hat? Gute Frage. Hat auf jeden Fall einen offenstehenden Mund. Nahrung, da kommt wieder ein Angriff. Zu allem entschlossen, Schritt voraus. Die Linien müssen halten. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Vorsicht, Gegner! Oh, noch ein Angriff. Großer Klingenweber, großer Klingenweber. Und wir haben die Nahrung, die wir brauchen. Also Flupp. Und Krieger ausbilden. Runenkrieger, zu mir! Wäre übrigens toll, wenn sie synchron werfen. Nur zu! Hauptmänner sind, glaube ich, etwas kleiner als Kommandant. Ja. Also Ressourcen, falls wir unsere Verluste ausgleichen müssen, haben wir mehr als genug. Ja, es fehlen nur noch die Krieger, die gerade ausgebildet werden. Yeah, yeah. Ja, dann mache ich es hier oben mit den Zwergen halt kurz und knapp. Was ziemlich gut geht eigentlich auch. Zu allem entschlossen! Hier bin ich. So. Hier bin ich. Sicherheitshalber speichern wir nochmal über unser Let's Play. Zu allem entschlossen. Geht es los? Macht Platz. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Wer ruft mich? Aus dem Weg.